Hallo Mobba-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute ist nun der vierte Teil vom Geländebau dran und das ist auch der letzte Teil von dieser kleinen Felsbauserie, sage ich jetzt mal. Und in der ersten Folge hatten wir ja quasi den Unterbau, das Styrodur. In der zweiten Folge wurde der erste Felsen hinten, der höchste Felsen auf meiner Anlage gebaut. In der dritten Folge die kleine Ziegelsteinmauer und der zweite Felsen in der letzten Kurve nach Eubern. Und heute geht es darum, wie ich diese Felsen anmale, damit sie am Ende eben aussehen wie ein richtiger Felsen und nicht einfach nur wie ein großer Gipshaufen. Und da will ich gar nicht lange rumschnacken. Wir gehen einfach mal an die Anlage und legen los. Zunächst werden alle Stellen, die mit Erde irgendwann mal und begrünt werden sollen und so weiter, hier mit dieser braunen Farbe eingestrichen und dazu wird die Farbe halt einfach aufgetragen. Also ich drücke die dann einfach aus der Tube direkt drauf, gehe dann hier mit so einem feineren Pinsel in die Nähe der Felsen, da tupfe ich das so ein bisschen hin, dass wir dann da später einen schönen Übergang bekommen. Den Rest, den verstreiche ich einfach grob mit einem breiten Malerpinsel und dann ist quasi alles, wo man Erde hin soll, eben schon braun. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier nochmal ein paar anderen Perspektiven. Der Fels bleibt natürlich noch Gips, ja. Und alles andere ist eben braun. Dann ist später, wenn mal die Erde doch nie an einer Stelle so genau ist, dann blitzt da nichts Weißes durch oder so, ne. Habe ich vor der Felsgestaltung natürlich erstmal mit meinen Felsen ein bisschen probiert, welche Farben hier gut passen würden. Und wenn man das Ganze mit dem Vorbild vergleicht, dann ist der zweite Felsen in meinen Augen die beste Farbwahl und ich finde es auch an sich optisch die schönste Farbwahl mit diesen braunen Tönen. Und von daher habe ich mich dafür entschieden und habe mir da drei Farbnuancen angelegt. Die habe ich aus den gezeigten Farben hier, aus den Acrylfarben mir zusammengemischt und eben einen braunen Ton, einen gräulicheren Ton und einen hellbrauneren Ton genommen. Und damit diese, bevor ich diese auf die Felsen auftrage, wird hier erstmal der Felsen komplett mit Wasser benetzt, denn der Gips würde sonst sofort die Farbe aufsaugen und das wäre nicht gut. Also die soll wirklich schön nass aufgetragen werden und auch die Farben sind sehr sehr dünn und wir fangen jetzt hier erstmal an mit der dunkelbraunen Farbe und benetzen das Ganze. Das kann ruhig richtig schön runterlaufen und das ist überhaupt nicht schlimm und auch unten unsere Mauer bekommt hier so schon ihren ersten Farbanstrich sozusagen mit ab. Wenn wir mit diesem braunen Ton durch sind, machen wir weiter mit diesem hellbraunen Ton. Hier tun wir jetzt auch so ein paar Stellen noch, nicht ganz so viele Stellen wie mit dem dunkelbraun, aber eben auch einige Stellen damit quasi benetzen. Und nochmal, das ist ein ganz, ganz dünnes Wash, also wirklich ganz dünn. Hier sieht man jetzt, wie ich weitere Stellen eben benetze und wenn wir damit durch sind, machen wir mit dem Grau hier weiter und hier gucke ich jetzt, dass ich alle Stellen, die jetzt noch weiß sind, eben auch damit benetze. Und das alles schön nass in nass, ihr seht es hier. Und jetzt bekommt der Felsen schon mal von Grund auf eine ein bisschen natürliche Struktur. Ne? Wenn wir mit diesem Step fertig sind, nehme ich mir ein Schwarz mit Wasser, ganz, ganz sehr verdünnt und so ein Küchenkrepp und das Ganze in so einer Sprühflasche und sprühe diese Farbe einfach auf den Felsen auf. Ringsrum alles ein bisschen abdecken, damit ihr hier nichts anderes besprüht. Und danach nehme ich das Küchenkrepp und tupfe den Felsen einmal wieder ab. Und somit wird die schwarze Farbe schön in den Poren drin sein, in den Ritzen und so weiter. Und vorn ist sie eben dann nicht so stark.
Damit kriegt man hier ein schönes realistisches Aussehen. Jetzt geht es weiter mit dem Trockenmalen. Dafür habe ich hier so einen, ja, Schminkpinsel und dieses Grau nochmal, diese Acrylfarbe. Und die kommt jetzt auf so eine Pappe und wird, ihr seht es hier, ne? Das ist also in Grau halt, ne? Und da nimmt man jetzt ein bisschen Farbe auf den Pinsel auf, streicht den aus, also dass fast keine Pigmente mehr im Pinsel vorhanden sind. Kann es auch an der Hand nochmal ein bisschen testen. Und jetzt gehen wir mit geraden Bewegungen von oben nach unten über den Fels, um hier quasi alle erhabenen Teile von diesem Felsen nochmal entsprechend hervorzuheben. Und dadurch kriegen wir hier nochmal viel, viel mehr Tiefe rein. Durch die erhabenen Stellen eben, wenn die ja in diesem Grauton sind. Jetzt nehmen wir uns nochmal ein Schwarz und ein Olivgrün, also mehr Olivgrün wie Schwarz, und bilden alles nach, was unten so, wo so die Feuchtigkeit hochzieht, ne? Wo es immer feucht ist, gerade in den Ecken, wo nie die Sonne hinscheint und so weiter. Und dort bilden wir jetzt nochmal so ein bisschen Moos nach und ja, Grünspan und so weiter. Das ist wieder auch ein ganz, ganz dünnes Wash, was wir uns hier nehmen. Im nächsten Step wird das Schwarz, nochmal nur ein Schwarz genommen. Das Wash machen wir ein bisschen dicker, sage ich jetzt mal, ein bisschen pigmentierter und gehen nochmal alle Flächen nach, die Schatten werfen, also so diese ganz tiefen Kanten und die tiefen Rillen und so weiter, die gehen wir jetzt nochmal mit diesem Schwarz ganz fein nach. Dazu nehmen wir auch einen ganz dünnen Pinsel, dass wir eben auch schön in diese Ritzen reinkommen. Jo, und damit der Felsen eben auch so ein paar Rottöne abkriegt, habe ich hier nochmal dieses Burnt Umber genommen, da auch ein ganz dünnes Wash. Und tue hier nochmal ein paar vereinzelte Stellen nachmalen. Auch ein sehr dünnes Wash. Und das dann nochmal, ihr seht es jetzt hier mit Wasser, mit klarem Wasser, nochmal verblenden. Dass es wirklich nur ganz feine Farbnuancen sind, wo hier diese rötliche, dieser rotbraune Ton eben im Felsen nochmal hervorkommt. Ihr seht es auch oben immer da, dieses Bild, was ich dort habe. Das ist ein Felsen eben aus Sachsen. Und der hat eben genau diese Farbe und an dem orientiere ich mich dann auch immer so ein bisschen. Ja, und damit habt ihr es quasi geschafft. Die Mauer unten habe ich auch noch mal ein bisschen mit farblich angepasst. Ja, und so sieht der Felsen jetzt aus. Jetzt noch mal ein kleines Fahrvideo, wie die Lok 7K hier an den fertigen Felsen vorbeifährt.
Soweit der Stand meiner Modellbahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich finde, dass die Felsen ganz gut gelungen sind. Ich denke, das kann man so lassen und alles andere ergibt dann die Vegetation. Ne? Wenn dann noch dieses Gras da drauf ist und Pflanzen und Büsche und irgendwelche Ranken, die darunter ranken und so weiter. Ich denke, dann gibt das ein schönes harmonisches Bild. Die nächste Folge oder weiter geht es jetzt quasi bei mir mit der Alterung der Gleise. Da will ich quasi die Schwellen einmal entsprechend anmalen und eben auch die Gleise verrosten. Das ist jetzt mein nächstes Doing auf der Anlage. Sehr, sehr zeitintensiv. Aber das macht auch wieder sehr, sehr viel aus, was den Realismus der Anlage angeht. Und wenn ihr dranbleiben wollt, sehr gern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox, die beantworte ich wie immer gern. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bye bye.